Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu Total War 3 Kingdoms Fates Divided. Wir werden hier gerade eben vom Königreich Wu attackiert, genau genommen belagern wir sie. Und ich werde versuchen, diese unglaubliche zahlenmäßige Überlegenheit irgendwie abzuwehren. Mal schauen, ob das gelingt. Wir haben auf jeden Fall eine ausgewogene, billige Armee. Ungeziefer. Genau, ungeziefer sind sie. Richtig, absolut richtig. Unsere Armee ist billig, aber willig. Das ist doch schon mal alles, was zählt, oder? Hoffe ich zumindest mal. Und Sie wagen es, mich herauszufordern? Wow, wie arrogant. It's raining man, okay. Das ist also die Nummer 1. Das ist die Nummer 2. Ich versuche natürlich hier wieder mit Moral senkenden. Die Fernkampfangriffsrate geht ein bisschen runter. Das heißt, sie schießen ein bisschen langsamer. Okay, die Arti packen wir. Erstmal mache ich die hier mal ein bisschen breiter da vorne hin. Dann müssen wir diese schicke Lücke hier setzen. Wir alle wissen für was. Genau, für unseren guten Freund, den Moloch. Dann stellen wir die Arti da dahinter. Die Kavallerie stelle ich mal auf diese Flanke. Die Fernkämpfer sollen nicht fliehen, die stelle ich dahin. Wenn es ja einen Grund zur Flucht gibt, ist hier echt was schief gelaufen. So, dich packe ich dahin und dich packe ich dahin und dann möge es beginnen. Oh, diese Feiglinge, da hinten stehen sie rum. Ach ja, dann halt, dann ist es halt so, ne? Bitte dahin. Du gehst dahin und du da. So, du dahin, du hierhin. Und du so. Die sind so weit weg, dass wir halt eigentlich nichts sehen. Doch, jetzt sehen wir endlich mal was. Halleluja. Ich will ihn mal so als Lockvogel für den Moloch dahinstellen. Der Gedanke kommt mir gerade. Vielleicht ist das ja ganz witzig. Viele G-Infanteristen und... Ja, okay. Da kommt eine Menge. Auch... Ansonsten Fernkämpfer. Also wir sehen, dass der Balken da unten immer noch sagt, ey Junge, das wird ein hartes Stück Brot. Niemand bezweifelt das, by the way. Dieser einzelne Baum hier. So ein Kirschbaum ist das, oder? Ja, mit den Kirschblüten. So ein typisch asiatisches Zeichen, obwohl es solche Bäume auch bei uns gibt. Aber irgendwie stehen die da total drauf, die Asiaten, diese Kirschbäume. Mit diesen rosa Kirschblüten. Die Artillerie soll nicht auf was Falsches schießen. Stopp! Du schießt jetzt dahin, Arti. Das ist dein Plan. Ihr geht dahin. Das können wir wieder normal laufen lassen. Erste Welle, 24 Kills. Das geht besser. Feindliche Kavallerie fühlt sich, so wie es aussieht, bemüßigt. Mich hier zu stellen. Bitte mal so aufstellen. Bitte mal so aufstellen. Angreifen!
Hier entbrennt schon das erste Geplänkel und die erste feindliche Kavallerie sucht, glaube ich, jetzt hier schon gleich das Heil in der Flucht. Ihr werdet sterben, wie ihr gelebt habt. Sinnlos. Ich wollte euch leben lassen, aber... Ah, da chargen jetzt halt auch welche rein. Das ist uncool. Die feindlichen Krieger rennen. Das war gut. Verfolgt die hier mal einfach weiter. Der flieht auch schon. Ausgezeichnet, das könntet ihr noch alle machen. Der flieht auch. Eurer Familie wird es gut gehen. Nach eurem Tod. Irgendwie finde ich das irgendwie nicht cool, was hier gerade passiert. Schießt ihr mal? Jetzt schießen sie, Halleluja. Ja, kämpft! Die feindlichen Krieger rennen. Ha! Die erste einer, die jetzt auch schon keinen Bock mehr hat. Warum tut ihr nichts? Die waren volle Kanone in eurer Reichweite. Ich sag's ja bloß. Es ist soweit. Haltet euch bereit. Bereit. Im Eiltempo. Bewegung. So, jetzt hier ran. Da kommt halt leider noch eine ganze Menge nach. Ne? Achtung, Krieger. Wie viele habt ihr getötet? Nicht genug. Ich hoffe, eure Klinge ist schärfer als euer Verstand. Seht, wie sie rennen. Feige. Macht sie nieder hier. Ihr kommt ja einfach wieder zurück. Ihr auch. Mich nervt diese blöde Kavallerie. Endlich hat sie aufgehört. Die feindlichen Krieger fliehen. Hier durchstoßen, hier durchstoßen. Gar nicht so lange hier sich mit denen hier rumtreiben. Ihr müsst hierhin zurück. Lasst die Moloche arbeiten. Bereit machen! Los, los, los! Bewegung! Bewegung, los! Schlag zu! Bereit machen! Alle Kämpfer bereit! Unsere Männer fliehen! Oh, das ist noch eine Kavallerie. Jetzt nehmt doch diesen Scheiß wieder in die Hand, sag mal, seid ihr doof? Anscheinend sind sie das. Würdet ihr das Ding bitte wieder in die Hände nehmen? Ich weiß nicht, was man denen sagen muss, dass sie das wieder tun. Die feindlichen Krieger fliehen! Jetzt, Halleluja. Kavallerie da hoch. Angreifen hier. Da gewinnen wir gerade. Hier greift die hier, an die werden einfach nicht zusammengeschossen. Das ist völlig in Ordnung. Ihr greift hiermit an. Einen Schritt näher am Sieg. Jetzt gehen wir daran. Und sorgen dafür, dass sie nicht mehr ausweichen können. Die kriegen es nicht hin, diesen Moloch hier abzufeuern, ne?
Aber die werden jetzt hier eh gleich wegrennen. Also scheiß drauf. Die feindlichen Krieger fliehen! Wow. Haben wir sie zerlegt, Freunde. Und jetzt muss ich sie alle niederrennen, sonst muss ich die alle nochmal töten. Oh Mama. Das könnt ihr normal schießen, könnt schneller schießen. Bewegt euch mal dahin. Was mache ich mit euch? Dahin bewegen, so schnell wie es geht. Ich versuche jetzt natürlich noch so viele wie möglich auszuschalten. Ach komm, mach die da alle. Der verfolgt schon. Na doch, die verfolgen. Ich erhöhe mal die Geschwindigkeit. Kriegt der den eigentlich noch irgendwie? Bin mir nicht sicher. Doch, er kriegt ihn noch. Dürfte nicht mehr lange dauern, bis der fällt. Ein feindlicher General ist tot. Dann kannst du die hier noch niedermachen. Die verfolgen hier noch. Sehr gut. Du verfolgst sie auch noch. Warum flieht meine Arti? Nein, Bruder, wir haben unseren Job gemacht, jetzt gehen wir nach Hause. Da sind auch nochmal einige. 30 Bogenschützen. Wie viele sind das noch? 4. Ja, da muss ich nichts mehr tun. Du gehst dahin. Wie viele sind das noch? Ein paar mehr. 12. Der hat aufgehört zu verfolgen. Das ist nicht gut. Bitte weitermachen. Nicht einfach aufhören. Das wollen wir nicht sehen. So, genau. Sehr gut. Ich weiß nicht mal, was es sind. Irgendwelche G's oder sowas. Ich kann sie nicht mehr anklicken. Ah, Hauptmänner der G-Infanterie. Ja, das ist sehr gut, wie wir die niederbekommen. Ich benutze ihn gerade eben gar nicht. Ich weiß gar nicht, was der verfolgt hat. Was ist mit euch? Da rennt auch noch was weg. Die haben auch aufgehört zu verfolgen. Aber es ist auch nicht mehr viel da. Aber am Ende kommt es halt dann doch auf jede Unit an, die ich ausschalten kann, jetzt hier mit der angeschlagenen Truppe. Schafft er das, die noch alleine auszuschalten? Tatsache. Heldenhafter Sieg, yes! Und das nur mit dem billigsten, was wir auffahren konnten. Naja, nicht ganz. Also 2, 3 gute Units sind schon mit dabei gewesen. Aber wenn man bedenkt, was die aufs Feld geworfen haben. Aber das Gute war wieder, sie kamen wieder in 2 Wellen. Ne? Hätten sie sich massiert auf mich gestürzt. Scharfsinn entgeht dem härtesten Schlag. Vor allem bei den Verlusten. Okay. Jede Tat kommt dem Plan zugute. Okay. Ich werde nie wieder... Also das hier setzt jetzt neue Maßstäbe. Ist das jetzt auf Platz 2 nach meinem Sieg mit wie heißt er nochmal, mit Lübu. Sabotageakt im Vorratslager. Nein, Siedlungsvorräte erschöpft. Okay. Nochmal. Wie oft könnt ihr das eigentlich machen? Krieg erklärt zwischen Lu Bei und dieser Fraktion. Ah, diese Fraktion, okay. Das ist natürlich jetzt blöd für Lu Bei. Die haben ein Friedensabkommen unterzeichnet. Dem Überläufer vertrauen. Da bekomme ich zahlreiche Vorräte. Ein angeblicher Berater des Feindes nähert sich eurem Lager mit dem Wunsch überzulaufen. Dieser Berater gibt an, von einem wichtigen Vorratslager zu wissen. Eure eigenen Berater halten es für eine Falle. Doch Jun Yu verteidigt ihn und auf seinen Rat hin entsendet ihr eine Streitkraft, um diesen angeblichen Vorrat zu holen. Okay. Mhm. Die Saline wurde fertiggestellt. Sehr, sehr schön. Um noch mehr zu machen, brauche ich jetzt halt wieder Forschung.
Das heißt, ich baue jetzt aber auch hier die Siedlung weiter aus. Und hier haben wir die stationierte Garnison fertiggestellt. Wo ich jetzt auch auf die Idee käme, mal hier das Hauptgebäude weiter auszubauen. So, jetzt werden wir das hier einfach in einem Nachtgefecht schnell delegieren. Gerissenheit besiegt rohe Gewalt. Also das war schon echt ein krasser Sieg. Dass diese kaiserliche Gunst halt immer noch kommt, ne? So, übrigens habe ich wieder zwei Pläne frei, wie ich gerade eben realisiere. Fraktion, Komturei. Ich kann jetzt hier auch den Tiger über die Maus machen, mehr öffentliche Ordnung. Nee, das will ich nicht. Armeen. In der Nähe fernerscheinen. In der Ferne nah erscheinen. Und das hier, das bringt mir dann wiederum mehr Bewegungsgeschwindigkeit auf der Kampagnenkarte. Aber meine Einheiten sind halt erschöpft. Ich schaue mir das gleich mal an. Nachdem ich das hier gemacht habe. Friedensstifter der Hahn. Erober 20 Siedlungen von Fraktionen, die der Subkultur der Han-Chinesen angehören. Sehr, sehr gut. Also er könnte jetzt hier diesen Bonus hier aktivieren, um die Bewegungsreichweite zu bekommen. Wir haben jetzt hier keine Gegner mehr. Sein Vorstoß in unsere Ländereien ist gescheitert. Hier habe ich noch mehr Einkommen aus Landwirtschaft, was ich noch weiter ausbauen kann. Es gibt absurd viel, was ich ausbauen kann. Nach wie vor. Ich glaube, ich brauche ihn hier auch gar nicht mehr, weswegen es echt witzig wäre zu sagen, hey, guck mal, ich kann das jetzt echt hier auf der Karte aktivieren. Sau cool. Und damit kann der hier direkt wieder weiter marschieren. Wo brauche ich ihn denn? Im Idealfall hier unten. Aber ich glaube, da sind sogar schon meine Verbündeten voll am Start und werden das hier erledigen. Ja, ich gehe auf jeden Fall schon mal da runterwärts. Ach, er kam nur bis hier. Wir müssen unsere Vorräte aufstocken. Das ist echt nicht weit gewesen dafür, dass ich das Ding aktiviert habe. So, diese Siedlung hier soll es jetzt werden. Okay, ich muss einmal hier komplett außen rum tingeln. Überwältigt sie! Hier habe ich auch noch einen Trupp. Dich will ich ja nach wie vor hier hin bewegen. Und dir jetzt hier mal noch mal ein paar Truppen geben, weil du bist echt nicht gut aufgestellt. Was bist du eigentlich? Du bist ein Wächter. Das heißt, ich gebe dir auch Wächtereinheiten. Einmal, zweimal. Ich will das hier nicht mehr. Ich tausche das gegen diese Bihan-Dudes. Ich habe keine Ahnung, warum du keine Kavallerie hast, die zu dir passt. Wir ändern das. Und du änderst hier mal in ein paar Bogenschützen. Und schon war das Geld wieder weg. Ist das ein schönes Gebiet hier? Okay. Die brauchen immer noch einen Turn, um sich zu entspannen. Mindestens einen. Dient dem Volk. Hier muss ich immer noch warten, bevor ich einen Angriff durchführen kann. Währenddessen er sich auf den Weg dorthin macht. Also, wir werden ihn halt einfach in einem gewaltigen Schlag besiegen. Was ist denn da für ein Problem? Ach so, Aktionspunkte übrig. Ach ja, wisst ihr. Beseitigt Chaos. Die regenerieren ja auch noch Truppen. Denken und handeln. Die haben sich bewegt. Achtung! Hier sind wir auch in der Offensive. Bereitet euch aus! Ich habe immer mehr das Gefühl, dass es. Also, es ist ein Durchmarsch, so langsam, aber das kann nicht mehr lange dauern, bis die hier endgültig zugrunde gehen. Marsch! Das war's. Ich habe sogar noch mal die Möglichkeit jetzt hier, warte mal, eine ganze Fraktion noch mal zu debuffen. Königreich Wu Handelseinfluss reduzieren, dann haben sie sogar noch ein Geldproblem. Oder die Nahrungsproduktion zu versauen. Komm, das mache ich. Dann verhungern die vielleicht sogar noch. Oh. Ja, da kann ich nichts dagegen tun. Der Angriff kam für mich aus dem Nichts.
Unsere Kampagne ist ehrenvoll. Dann sind wir uns einig. Ist halt doof, dass man nicht richtig sieht, gegen wen man kämpft, sofort auf den ersten Blick. Ich müsste erst auf den Button klicken. Sie könnten ja wenigstens hinschreiben, gegen wen es geht. Aber es spielt auch keine echte Rolle. Gongs und Du hatten mit dem Königreich Wei einen Krieg angeschlossen. Ah, Gongs und Du im Norden, also. Rebellion der gelben Turbane wurde vernichtet. Yuan Shao erliegt seiner Krankheit. Okay. Mein Herr, eure Kundschafter berichten, dass Yuan Shao seiner Krankheit erlegen und gestorben ist. Es gibt keinen Zweifel daran, dass die Konflikte innerhalb seiner Familie sowie die Belastung des Krieges die Verschlechterung der Gesundheit des alten Kriegsherren herbeigeführt haben. Seine Söhne streben danach, die Kontrolle zu übernehmen, doch jetzt ist die Zeit gekommen, um Chaos und die Ungewissheit eurem Vorteil zu nutzen und den Norden zu erobern. Das ist ja schön, aber er ist tot, also die Fraktion ist bereits tot. Von daher, meh. Mir egal. So, wir haben wieder Gebiete, wo wir Sachen fertig gebaut haben. Genau, dann machen wir mal das da rein. Und hier kann ich das dann noch abreißen. Das braucht kein Mensch. Hier habe ich bereits was abgerissen, weswegen ich das jetzt hier beschleunige. Nur um das jetzt hier wieder bauen zu können. Hier wird es ein Problem mit der öffentlichen Ordnung. Nee, hier gibt es gar kein Problem mit der öffentlichen Ordnung. Krass. Dann kann ich hier noch die Regierungsunterstützung reinbauen. Ja, komm, nochmal mache ich das nicht. Wäre unnötig. So, die Truppe hier ist wieder am Start. Und ich werde hier einfach eiskalt warten. Er hat ein Level-Up. Verringert die Abkühlzeit von Fähigkeiten, kann ich ihm jetzt beibringen. Ja, komm, das ist eine sehr, sehr mächtige Fähigkeit. Pflegt Geduld. Gemeinsam marschieren wir. Genau, und zwar bis dahin. Alle müssen sich vereinen. Okay. Ich marschiere immer noch bis jetzt hier runterwärts. Das ist eine Weile Weg vor sich. Möge Weisheit fließen. Für China! Knapper Sieg, das reicht mir. Unser Glaube wurde belohnt. So, und besetzen. Sie werden uns später dafür danken. Bleibt anständig. Dann haben wir wieder eine weitere Mine erobert. Stürzt euch auf sie! Und ich komme jetzt hier von zwei Seiten. Nee, stimmt gar nicht. Das ist gar nicht mein... Ich fange an, die Truppen zu verwechseln. Weil es halt einfach so viele sind. Ich glaube fast tatsächlich, dass der Moloch hier sogar sich ganz gut macht in der Armee. Was ist mit dir? Du brauchst auch noch mehr Truppen. Ich rekrutiere demnach auch noch mal ein paar Truppen. Genau hier ein paar von denen. Ey, also das ist nach wie vor so eine Kraut- und Rübenkiste, wo einem echt schlecht werden kann. Wo man sich einfach die Frage stellt, sag mal, wer hat diese Armee denn geplant? Ja, niemand, das war die KI. So, nochmal eine Kaff. Ja komm, dann nehmen wir nochmal ein paar von denen hier. Ich will die Armeen voll bekommen. Das ist halt... Ich hab halt 11 Armeen. Erneuert die Harmonie. Mir geht es ja auch die Kohle aus, wie ich gerade realisiere. So, die sollen jetzt hier ihre Armee aufstellen. Ihr wie gesagt, wartet hier. Ihr bündelt eure Leidenschaft. Sollt eigentlich hier angreifen. Geht aber erstmal hierhin. Jetzt gucken wir nochmal in die Diplomatie. Vasall machen. Vielleicht. Hat er seine Meinung vielleicht angepasst? Oder habe ich mehr Möglichkeiten? Es freut mich, euch zu sehen. Garantie für Autonomie. Nee, ich glaube einfach, dass es mehr Sinn macht, ihn einfach wegzuhauen.
Jemanden konföderieren. Ja, der würde sich einfach von mir jetzt hier schlucken lassen. Welch Freude, euch zu sehen. Das werden wir tun. Und damit ist er jetzt Teil meiner Fraktion. Die anderen wollen das nicht so richtig. Abdanken will auch noch keiner. Der freut sich total. Ah, hier über einen militärischen Zugang. Seid gegrüßt, Freund. Das ist doch gut. Also gut, dann machen wir jetzt erstmal hier um Zahlung bitten. Ich guck mal, für was er bereit ist, in die Tasche zu greifen. Ja, komm, das wird wahrscheinlich so 90 sein, oder? Jawohl, 990. Ja, wir nehmen an. Sehr gut. Nicht-Angriffspakte eher nicht. Frieden. Da wären einige sehr, sehr für Frieden zu haben. Ich guck mal, was ginge. Was ist, wenn ich mit ihm das jetzt hier aushandeln würde? Kurz. Ich kann ihn leider nicht konföderieren. Nee, ganz im Ernst, ich werde das nicht machen. Ich werde ihn einfach weghauen. So, jetzt habe ich nochmal eine Armee mehr dadurch bekommen. Da unten seine. Das Gesetz muss regieren. Also hatte ich doch recht. Wir sind jetzt hier von zwei Seiten theoretisch an denen, wenn das so weitergeht, dran. Allerdings sind seine Armeen jetzt hier zu schwach, um mir vorstoßen zu können gegen die hier. Deswegen ist ein Angriff momentan noch nicht möglich. Eure Waffen werden sich in diesem Kampf... Es erfreut uns, dass ihr Gefallen gefunden habt. Es entstehen mehr Kriege, das ist problematisch. Heißt das, dass ich weniger Geld mache? Ja, das heißt es auch. Die feinste Rüstung. Ich habe mal wieder eine Rüstung bekommen. Des Drachenschuppen. Oh ja. Hier ist was abgerissen worden. Ich habe so eine Mischung aus Einkommen aus Landwirtschaft und Industrie. Dann mache ich das hier. Hier hat sich ohnehin schon einige Gebäude mit Handel. Bietet sich an. So, jetzt gucken wir als allererstes zu euch. Ihr regeneriert hier immer noch. Oh. Oh, 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 oh. Das will mir gar nicht gefallen. Deswegen ziehe ich mich jetzt hierhin zurück. Jetzt habe ich mal die Hauptstadt hier direkt mal ausgebaut. Die sind aber eigentlich ziemlich gut in der Verteidigung hier. Hier sieht man halt diese Elite-Truppen, ne? Dadurch, dass es halt einfach die Hauptstadt ist. Getreidefelder. Ich bin am Überlegen, was ich hier reinbauen will. Militärische Schmieden. Das bringt halt nichts. Was bringt das hier auf der höchsten Stufe? Verlegungskosten reduzieren, plus 50% mehr Nahrungsproduktion, Bewegungsreichweite, Kampagnenkarte, Baukosten, landwirtschaftliche Gebäude. Wie arg ist der Zuwachs an 59.000 Gesamt pro Runde? Das heißt, ich kann das jetzt tatsächlich mal bauen. Diese ganzen Boni hier, auch was Nahrungsproduktion angeht, einfach mal hier rein zu clustern. China ist das Volk, nicht seine tyrannischen Kriegsherren. Ich muss jetzt gleich mal gucken, was das, ob ich dem jetzt endlich den Krieg erklären kann. Wo ist er? Aus irgendeinem Grund mag er mich. Das werden wir ändern. Tretet einfach ein, Freund. Den Krieg des Kaiserreichs erklären. Abkommen brechen. Ne, Moment mal. Ich habe immer noch ein Abkommen mit ihm. Ach, ich habe militärischer Zugang und Handel. Dann will ich ja doch ihn irgendwie überzeugen, zu mir zu kommen. Moment. Habe ich gerade eben gemerkt. Dann will ich ihn ja doch vasalisieren. Tretet einfach ein, Freund. Ja, wir machen die Garantie für Autonomie. Dann bekommt er auch nochmal 5 Nahrung.
Nein, die soll er mir nicht geben, die soll er bekommen. Anbieten. Genau, dann gebe ich ihm auch noch Items. Leder des Meisters. Das sind einfach so Items, die ich halt einfach nur schlecht finde. Also ich muss nach wie vor sagen, ich mag die Rüstungen in diesem Spiel nicht. So, dann machen wir noch regelmäßige Zahlungen leisten. Wie wäre es mit... Wahrscheinlich wird es so 500 sein, die er verlangt. Fast. Ein bisschen mehr. 510. Genau. Für unser Volk. Und schon ist er auch Teil meiner Fraktion. Zu Vasallen machen, sagt er auf gar keinen Fall ja. Und jetzt kann ich es mir auch sparen, hier über weitere Angriffe nachzudenken. Sondern ich kann jetzt meine Armeen in den Westen verlegen. Wo sie gebraucht werden. Das kann nicht erreicht werden. Das kann durchaus erreicht werden. So. Und weiter. Du bist weiterhin auf dem Weg Richtung Süden. Ah, nee, die haben das hier schon eingenommen. Aber da unten kommt noch mehr Land. Jeder Schritt soll ein Weiser sein. De facto habe ich jetzt eigentlich auch schon so einen richtigen Schwarm an Soldaten, die das Problem für mich jetzt halt auch so nach und nach von alleine lösen würden, ne? Steter Tropfen hüllt den Stein. Das will ich auch noch schnell machen, obwohl die Folge eigentlich schon längst rum ist. Damit wir einen sauberen Übergang haben von Folge zu Folge. Gesichert. Ja, ja, kaiserliche Gunst interessiert keinen mehr. Ich bin selber der Kaiser. So, du gehst dahin. Lasst eure Wut aus! Was ist mit dir hier? Stimmt, du machst gerade eben das da. Für die Ordnung! Hier angreifen ist jetzt. Das wird eine knappe Niederlage, sagt das Spiel. Ich weiß gar nicht, ob ich da angreifen will. Nee. Wir machen Rambok erstmal dahin. Ja doch, wir machen das da. Kapitulation verlangen machen die nicht. Belagerung fortsetzen. Lasst euren Zorn aus! Was ist mit ihm hier? Er ist immer noch dabei, Truppen gerade eben zu mustern. Das ist auch mein Gebiet. Das ist Feindesgebiet. Ich bin jetzt ungeduldig geworden. Erneuert die Ich gebe Autorität. Es zu. Ich möchte nicht mehr warten. Ich wechsle jetzt hier die Truppen. Ich will diese Sache einfach noch gemacht haben, ne? Hier gehört eigentlich Kavallerie rein. Das ist das Schreckliche an der ganzen Sache. Aber ich habe einfach nicht genügend Geld, um das alles jetzt zu deichseln. Gut, dann machen wir die Level-Ups noch hier. Verwaltete Komturei, mehr Reserven, genau. Und da unten ist auch nochmal irgendwo einer. Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal, liebe Leute, ne? Ich nehme mal an, dass eine Folge noch kommt. Aber nicht wundern, wenn nicht. Weil, ihr seht, ne? Es wird einfach... Wir breiten uns einfach aus wie ein riesiger Fleck. Und es gibt nicht mehr viel China, was man theoretisch noch erobern könnte. Macht's gut, schöne Zeit, tschüss und Ade.